Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal was ein bisschen anderes. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe ja jetzt aktuell mit drei Gießmöglichkeiten experimentiert und dadurch, Video ist ein mini bisschen länger als sonst oder ziemlich länger, aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß und wir legen einfach mal los. Ich habe mit dem Resin, also mit dem Epoxidharz angefangen. Ich habe wieder das normale Epoxidharz, was ich eigentlich schon die ganze Zeit immer nehme, auch genutzt. Nämlich das von Resin for Decor. Und ich nehme jetzt zum Vergleich immer die gleiche Form, nämlich den kleinen Buddha. Ich finde es halt eine gute Gießhöhe. Und dadurch lasse ich euch da jetzt einfach so ein bisschen dran teilhaben lassen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und habe auch nicht wirklich was rausgekürzt. Und hoffe, das kommt euch entgegen. Und dadurch schauen wir einfach mal dazu. Genau, also beim Epoxidharz. Wer meine Videos kennt, ich liebe Epoxidharz. Es ist so unglaublich schön, einfach zu schauen, was funktioniert. Was für Ergebnisse kommen raus und gerade so dieses Magische, was da rauskommt. Wichtig ist dort auf jeden Fall, es ist eine chemische Reaktion, die dort passiert in dem Moment, wenn man das zusammenführt. Also, es ist nichts für kleine Kinder. Es benötigt Schutzausrüstung, ihr benötigt einfach ganz viel Vorsicht und es sollte nicht mit Kindern gemacht werden. Es sollte auch kein Lebewesen dann danach im Raum sein und genau, ansonsten ihr müsst gut umrühren. Es sind zwei Komponenten, die sind aktuell durchsichtig und wenn man sie zusammen verrührt, werden sie zuerst milchig und dann wird es wieder hell, also durchsichtig. Und in dem Moment, wenn es durchsichtig ist, dann kann man damit weiter aber loslegen und eben halt auch gießen bzw. Farbe reinmachen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es Alkoholingfarben, da gibt es Pulver, also dieses Mika-Pulver und also so unheimlich viel, wo man sich farblich einfach auch austoben kann. Es gibt, man kann auch transparent Sachen eingießen im Epoxidharz. Da muss ich sagen, habe ich mich jetzt noch nicht ganz so mit ausgetobt, aber das wird, denke ich, eins meiner nächsten Schritte sein. Ich habe mir Silikonformen geholt, die einfach ein bisschen höher gegossen werden müssen. Das heißt, da muss man mehr aufpassen, je höher man gießt. Sollte man halt auch in kleineren Schritten, sollte man das Epoxidharz bei der Anleitung mal schauen, wie hoch darf man gießen, damit das Ganze nicht kocht. Also seid da vorsichtig, schaut da einfach mal, wenn ihr irgendwas eingießen wollt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt hauptsächlich Untersetzer gemacht. Den Buddha habe ich ganz gerne gegossen. Und genau, den Buddha mache ich diesmal, weil es einfach sich eine Freundin auch gewünscht hat, in Schwarz-Grau, also Schwarzmeer. Und so ein richtig tiefes Schwarz habe ich nicht zu Hause gehabt, beziehungsweise habe ich damit jetzt nicht hinbekommen. Also als es dann getrocknet war oder ausgehärtet war, heißt es ja beim Epoxidharz, war das dann einfach nicht ganz so schön. Und genau, und da habe ich jetzt eben, wie gesagt, zwei Farben reingemischt und dadurch ist dann diese Farbe so entstanden. Auch die Farbe logischerweise. Ihr braucht nicht viel von diesen Sachen. Ich glaube, ich nehme manchmal einfach ein bisschen zu viel noch. Das ist aber zum Glück, Gott sei Dank, nie schief gegangen. Also dementsprechend auf jeden Fall gut hinschauen und genau. Ich habe diesmal dort auch ein bisschen dolle gerührt gehabt, aber die Bläschen habe ich dann später auch noch ganz gut rausbekommen. Und genau, jetzt fülle ich jeweils auch das Transparente dann rein und rühre es nochmal komplett um. Und schaue da einfach auch, wie es schon ausschaut, jetzt von der Farbe her. Wie gesagt, das ist alles Gefühlssache, Kreativität, freien Lauf lassen. Es ist ein unheimlich tolles Hobby. Aber wie gesagt, ganz viel Vorsicht einfach walten. Übrigens Handschuhe auch immer tragen. Die sind ein wichtiger Bestandteil der Schutzausrüstung, was halt sehr, sehr wichtig ist. Und genau, hier seht ihr das Grau, wie es ausschaut.
und das Schwarz. Wie gesagt, es war jetzt eh nicht ganz so schwarz. Dadurch dachte ich, versuche ich da so ein bisschen eine gewisse Marmorierung jetzt rauszubekommen und habe das dann dementsprechend gemacht. Das ist meine Silikonform. Wie gesagt, das ist der kleine Buddha. Und ich liebe den Buddha ja sehr. Er ist unheimlich niedlich, aber er ist auch nicht ganz so leicht zu gießen. Nämlich, er hat kleine, zarte Hände, die leider nicht ganz so einfach sind. Und ich habe, glaube ich, bisher mein Bester ist, wo bloß so ein ganz kleines Stück von fehlt, von der kleinen Hand. Aber ansonsten ist irgendwie immer irgendwas abgegangen, was ich halt total schade finde. Ich habe den Dreh noch nicht komplett raus, weil es natürlich auch zum Entformen her ganz, ganz schwierig ist, den dann auch sicher und gut wieder rauszubekommen. Aber das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. So, ich gieße das jetzt immer so ein bisschen abwechselnd, damit so ein bisschen das Marmorierte mit rauskommt. Wie gesagt, komplett marmoriert ist es ja nicht. Dafür sind die Farbunterschiede einfach zu gering. Aber ich wollte wenigstens so ein bisschen Abwechslung in diesen kleinen Buddha reinbekommen. Und genau, und ganz zum Schluss kommt noch das bisschen Transparente hinterher. Das mache ich grundsätzlich aber eigentlich auch ganz gerne bei den Untersetzern, dass ich immer mit dem Transparenten nochmal hinterher gieße, damit dieser Magic Moment dann auch passiert. Bei den Untersetzern macht sich's viel, viel schöner natürlich mit vielen Farben, die sich dann in wunderschöne Muster machen und dadurch probiert euch da gerne mal aus. Ich bin immer noch am Austesten, auch wenn ich es mittlerweile schon 1,5 Jahre mache. Immer wieder mal mehr, mal weniger. Ich mache ja unheimlich viel, was ich ausprobiere und dadurch mache ich es nicht jeden Tag, logischerweise. Will ich auch gar nicht. Ich brauche da für mich auch die Abwechslung. Und genau. Ich habe dann noch so ein bisschen mit dem Stäbchen rein, gerade weil dort so viele Feinheiten sind, damit dort eben auch alles mit Epoxidharz gefüllt ist und halt auch die Bläschen nochmal ein Stück weit hochkommen, habe ich es, wie gesagt, jetzt immer noch mal ein bisschen reingestupst und dann war das auch, ich habe, wie gesagt, auch die Reste noch so ein bisschen immer verteilt. Ich versuche da jeden Tropfen mitzunutzen, weil ich es halt einfach schade finde, weil gerade dieses Material ja erstens, es ist nicht billig, muss man dazu sagen. Und es ist halt auch nicht ganz unschädlich und dadurch möchte ich davon auch nichts verschenken. Also, wie gesagt, ich habe jeden Tropfen genutzt und genau. So, und als nächstes, das Entformen übrigens vom Epoxidharz zeige ich euch ganz zum Schluss, also wie die Figuren dann aussehen. Und als nächstes nehme ich das Resin 200. Ich finde das Material echt schön. Es wird in 3,5:1 gemischt, also ein Teil Wasser, 3,5 Resin. Ich finde es sehr angenehm, erstens, weil es sehr schnell aushärtet. Ich finde es auch sehr schön, dass man halt das Ganze mit Wasser dann weiter nutzt. Man hat dort so ein bisschen die Möglichkeiten, wie sagt man, sich da so ein bisschen, also man ist halt nicht auf was Bestimmten angewiesen. Klar, man braucht das Pulver, aber ich habe zum Beispiel noch eins, da werdet ihr es sehen, da werde ich es auch nochmal sagen, da braucht man halt noch einen Aktivator, ähnlich wie beim Epoxidharz. Wenn man zwei Komponenten hat und auf einmal ist irgendwie die eine Komponente schon alle, weil man nur bedingt alles so richtig gemischt hat, man kann nie 100% das Ganze anmischen.
Und hier bei Resin finde ich es wirklich sehr positiv, dass man es wirklich mit dem Wasser dann macht. Man hat Resin da, man nimmt Wasser dazu und man hat nicht auf einmal, dass einem noch was fehlt. Ich habe bei den ersten Sachen, habe ich so ein bisschen, war ich enttäuscht, weil die Farbe nicht so intensiv geworden ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe das Pigmentpulver von Raya direkt genommen und das ist sehr zart gewesen von der Farbe her und ich habe mich jetzt dann immer für die Farbe von, was ich auch für Epoxidhart nutze. Es wird auch nicht ganz so intensiv wie jetzt zum Beispiel beim Epoxidharz, das nicht, aber wesentlich intensiver als jetzt das mit den anderen Pigmenten, was ich halt wirklich echt schade fand. Ich hätte mir natürlich mehr Intensität gewünscht und genau, aber ansonsten, es lässt sich sehr leicht anmischen, es ist sehr angenehm von der Verarbeitung her. Schnelle Ergebnisse, also man braucht nicht 24 Stunden warten wie beim Epoxidharz. Und hier ist es, also ich würde es mindestens 2 Stunden durchhärten lassen, gerade bei sensiblen Formen wie dem Buddha, wo so kleine, zarte Händchen dran sind, ist das nicht ganz so einfach. Hier ist auch wichtig, unbedingt schauen, dass die Bläschen nach oben kommen, so ein bisschen an der Silikonform nochmal rumwackeln. Und man hat eine kurze Bearbeitungszeit. Beim Epoxidharz habe ich jetzt mit meinem Harz, was ich nutze, circa, ich rechne immer 1/2 Stunde. Ich mag nicht mehr, weil dann fängt es schon an, warm zu werden. Hier habe ich eine Bearbeitungszeit von 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt. Was aber auch vollkommen okay ist, das reicht auch vollkommen. Man sollte sich vorher überlegen, was man gerne machen möchte. Also man hat nicht so viel zeitlichen Spielraum. Und aber wie gesagt, für mich vollkommen in Ordnung und macht sich sehr, sehr leicht und sehr angenehm. Auch für Kinder halt sehr gut geeignet, weil es eben die Schutzausrüstung nicht so wichtig ist. Ihr habt gesehen, ich habe auch keine Handschuhe angehabt. Und dadurch war das für mich jetzt erstmal auf jeden Fall was ganz Tolles. Hier hatte ich jetzt noch so ein bisschen was übrig und habe mir jetzt noch eine andere Form geholt. Und dadurch konnte ich dann die kleine Hamsa-Hand noch machen. Nicht verstehen, ich bin nicht Buddhist oder ähnliches. Ich mag diese Symbolik sehr gerne. Ich habe zum Beispiel auch einen Ohrring, was eine Hamsa-Hand ist. Und dadurch hat das weniger was mit meinem Glauben zu tun. Ich bin nicht gläubig erzogen und nehme mir aus jeder Religion das, was für mich passt. Also dadurch genau. Aber wie gesagt, die Formen haben sich jetzt für mich angeboten, weil ich sie unheimlich gerne gieße. Und ja. Ja, und als zweites habe ich das Hydrofloor. Das habe ich von der, ich spreche den Namen bestimmt schon wieder falsch aus, es tut mir leid, Stefanie Etter. Und das Hydrofloor besteht aus einem Pulver und aus einem Aktivator. Das, also so ein flüssig, sieht milchig aus. Das Ganze wird 1:2,5 gemischt. Ich muss jedes Mal nachschauen, gerade weil so unterschiedliche Materialien unterschiedliche Bedürfnisse haben, angemischt zu werden. Also da unbedingt immer aufpassen. Ich hatte auch schon einen Moment, wo ich es falsch gemacht habe. Und in den Momenten ärgere ich mich natürlich sehr drüber, weil diese zwei Komponenten ist das eine Komponent, alle fehlt mir ja dann ein Komponent und das finde ich dann natürlich unheimlich schade. An sich finde ich das Material auch sehr, sehr schön, also ansonsten auch sehr angenehm zu verarbeiten. Ich hatte mir ja gleich so ein bisschen so einen größeren Pot geholt, weil ich einfach wusste, ich will damit ein bisschen was ausprobieren. Ich will schauen, wie funktioniert das Ganze. Und ich muss sagen, ich bin nicht sicher, was für mich jetzt am schönsten funktioniert von den zwei Komponenten, also von Hydrofloor oder Resin. Jeder hat so seine Berechtigung. Ich mag beide sehr gerne. Ich mag beide vom Aushärten sehr angenehm. Einfach auch da, ich würde es auch circa 2 Stunden aushärten lassen, weil es einfach sehr schwierig ist, sonst vielleicht, dass dann doch noch was nicht komplett ausgehärtet ist.
Ist aber auch eine Gefühlssache. Bei dem kleinen Buddha ist es halt einfach auch eine gewisse Höhe, die mit berücksichtigt werden muss. Und auch hier habe ich das Problem, dass nicht alles so intensiv von der Farbe her wird. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man das weiß. Dann ist man auch nicht enttäuscht. Und ich habe es dann für mich so ein bisschen gelöst, dass ich auch hier wieder das Mika-Pulver genommen habe fürs Epoxidharz, weil sich es ganz gut gemacht hat und einfach, weil es die gleichen Voraussetzungen jetzt waren für diesen Vergleich. Während ich das noch anmische, hoffe ich, gefällt euch das Video und ihr hinterlasst mir vielleicht einen Daumen nach oben oder ihr schaut einfach mal auf meinem Kanal noch rum. Abonniert mich gerne, gebt mir auch gerne einen Kommentar, was wünscht ihr euch gerne noch von mir. Und ich würde mich da sehr freuen. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, Daumen nach oben, Abonnenten und sage da auch wieder sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Und ja, hier mische ich jetzt an. Ihr müsst relativ schnell sein. Man kann auch, wenn man nochmal drin rumrührt, das Ganze nochmal so ein bisschen flüssiger hinbekommen. Den Trick habe ich noch nicht komplett raus. Ich bin da ein bisschen langsam manchmal. Aber diesmal hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe, wie gesagt, das Mika-Pulver wieder genommen, weil es für mich einfach zum Vergleichen her günstiger war. Wie kommt die Farbe raus? Ich habe ungefähr immer die gleiche Menge genommen. Klar, es wird nicht 100% funktionieren, dass man eben das Gleiche nimmt. Das ist wie mit dem Anmischen dann. Aber ich fand es trotzdem sehr angenehm und wie gesagt, wer da so ein bisschen so sein Gefühl dann dafür nach und nach entwickelt, ist das ein sehr angenehmes Material auch. Also ich habe es nicht bereut, das gekauft zu haben. Ich mache es immer relativ Schritt für Schritt. Mache ich auch beim Resin, beim Epoxidharz nicht, da wird alles auf einmal angemischt. Viele messen sich das Ganze ab hier, so ich brauche so und so viel Gramm für diese Silikonformen und das mache ich nicht. Ich mache halt ganz oft, dass ich dann halt einfach aus dem Gefühl heraus anmische und mir im Zweifel sollte was übrig bleiben, noch kleine Formen nachgieße, die man immer wieder mal gebrauchen kann. Und ansonsten, wenn zu wenig ist, gieße ich einfach hinterher dann und dadurch, ja. Ansonsten, wie gesagt, ihr seht ungefähr farblich ist es ungefähr gleich wie von dem Resin. Ihr werdet die Unterschiede dann gleich noch sehen, wie unterschiedlich die aussehen. Und auch hier hatte ich übrigens noch was übrig und habe dann die Hamsa-Hand nochmal gegossen. Nicht wundern, also ich habe es immer nach und nach gegossen. Also das heißt, die Form war dann immer schon rausgenommen. Also das, was ich gegossen hatte, also ich habe die Form jetzt nicht dreimal. Also keine Sorge, ich bin zwar manchmal ein bisschen verrückt mit meinen Silikonformen, aber so jetzt auch nicht. Vielleicht später mal. Ich glaube, jeder, der irgendwie bastelt, der kennt so eine Verrücktheiten, dass man Dinge haben möchte, um sie besser nutzen zu können und dadurch meine Schränke sind voll. Ja, und jetzt geht's noch an die Hamsa-Hand und genau, und dann werde ich euch gleich meinen Eindruck, meinen Vergleich nochmal sagen. Ich werde euch den live hochschalten. Also ich werde dann nicht nachvertonen, sondern ich werde es live, ich habe diesmal live gesprochen dann auch und weil das der erste Eindruck, der einfach dann sich einfach am schönsten macht, als wenn ich es jetzt im Nachhinein mache. Jetzt haben wir alle drei Materialien.
Das heißt, ich habe jetzt einmal den Buddha gegossen mit einem Epoxidharz. Hier habe ich allerdings mehr Farbe drin, beziehungsweise ich glaube, Epoxidharz nimmt die Farbe viel, viel schöner an, weil es eben auch eine direkte Farbe für das Epoxidharz ist. Hier muss ich noch so ein bisschen nacharbeiten und nochmal so ein bisschen schauen. Aber ansonsten finde ich, hier sind zum Beispiel auch die Hände viel, viel besser geworden. Hier fehlt zwar auch so ein Stück vom Finger, ich hoffe, man sieht das. Und aber genau, und die Farbe halt intensiver. Dann haben wir das Resin. Ich habe sowohl mit Resin als auch mit dem Hydroflow so ein bisschen gekämpft. Ja, die Farbe hat man nicht ganz so hinbekommen, damit es gleich passt, aber das ist auch okay. Die sind von der Farbaufnahme her so ein bisschen ähnlich. Und dadurch ist es dann auch okay. Hier sind die Finger wirklich gut auch rausgekommen. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe aber bei beiden einen zweiten Anlauf gebraucht, aufgrund dessen, weil was auch immer, die Handhabung finde ich fast noch schwieriger als mit Epoxidharz, weil mit Epoxidharz ist mir noch nie passiert, dass was nicht hart geworden ist, dass was nicht so funktioniert hat. Also dadurch ist für mich die Handhabung hier tatsächlich fast noch schwieriger. Wenn ich jetzt vergleichen würde, hier ist übrigens noch der Buddha mit dem Hydroflow und hier ist leider die Hand komplett nicht mitgekommen, beziehungsweise die Finger dann, und hier ist die Hand tatsächlich ganz gut geworden. Und hier habe ich aber eben auch zwei Anläufe gebraucht bei beiden. Wenn ich jetzt überlegen müsste, welche ich es jetzt für mich günstiger finde von der Handhabung her, würde ich sagen, ist es das Resin, weil hier habe ich zwar das Pulver, aber kann es mit Wasser nutzen. Hier brauche ich ein extra, also hier habe ich das Pulver und den Aktivator. Mache ich irgendwas falsch, fehlen mir dann vielleicht ein paar Zutaten, wenn ich von dem einen mal zu viel, von dem anderen zu wenig oder wie auch immer, habe ich hier dann ein Problem, weil mir dann was fehlt. Und genau, aber ich hatte wie gesagt mit beiden sehr zu kämpfen. Ich hatte bei beiden zwei Anläufe gebraucht und schöner finde ich den jetzt. Der ist jetzt wirklich einfach wirklich besser geworden. Und vom Aussehen her finde ich tatsächlich auch von den, mal gucken, ob ich das so gut hinbekomme, von den dreien finde ich den hier tatsächlich auch am schönsten geworden. Und ich vermute, weil der hier einfach vom Material her ist es flüssiger. Und nicht so dickflüssig, weil ich vermute, deswegen ist hier bei dem Hydroflow nicht die Hand mitgekommen, weil das irgendwie in diese feinen Sachen nicht reingekommen. Also ich glaube, Hydroflow macht sich bestimmt wirklich gut für Sachen, die so ein bisschen gröber sind. Ein Untersetzer, so eine Schale irgendwie, wo man nicht so in die Ecken rein muss. Da sind Epoxidharz und Resin für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick günstiger von der Handhabung her. Wie gesagt, die sind beide wesentlich flüssiger, die schieben sich eher in die Ecken rein. Bläschen hatten sie alle drei. Musste ich also überall so ein bisschen nachwursteln. Und genau, ich hatte ja vereinzelt, außer von dem Epoxidharz, hatte ich überall noch so was übrig und habe dann diese Untersetzer noch gemacht. Ich hoffe, das ist zu sehen. Auch hier ist Resin, finde ich, viel, viel schöner und detaillierter geworden als jetzt das Hydroflow. Aber auch da, vielleicht mache ich auch irgendwas noch falsch, ich weiß es nicht genau. Und auch hier sind eben so Ecken noch, die nicht ausgefüllt sind. Hier habe ich tatsächlich sehr mit dem Bläschen zu kämpfen gehabt.
Und genau, aber ansonsten, sie sind beide letztendlich geworden. Hier hatte ich ein bisschen mehr übrig, deswegen ist das ein bisschen dicker geworden. Aber ansonsten finde ich, vielleicht auch das macht vielleicht einen Unterschied, ich weiß es nicht. Und genau. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so als Vergleich mit jeweils der gleichen Form. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und bis bald.